Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hi und herzlich willkommen bei Let's Play Some Games mit dem Transporter und wir spielen heute den heiß ersehnten Titel Watch Dogs. In diesem Open World oder Sandbox Game, in dem es hauptsächlich ums Hacken geht, schlüpfen wir in die Rolle von Aiden Pierce, dessen letzter Job leider ein wenig in die Hose geht und tragischerweise mit dem Verlust seiner kleinen Nichte endet. Also was machen wir? Genau, wir prügeln die Scheiße aus den Leuten raus. Das können wir immerhin am besten. Um die Stadt von Chicago auch richtig aufmischen zu können, steht uns ein Haufen Skills zur Verfügung. Diese schalten wir in einem Skilltree frei, indem wir ein oder mehr Punkte für eine Fähigkeit ausgeben. Das Ganze läuft von Hacking bis Autofahren, Nahkampf, Fernkampf und so weiter. Das einzige tatsächliche Manko, was mir in Watch Dogs aufgefallen ist, die Fahrzeugsteuerung ist einfach grottenschlecht. Wenn wir aber nicht in wackeligen Fahrzeugen sitzen, Leute hacken, verhauen oder mit den Story-Missionen weitermachen, verbringen wir unsere Zeit mit kleinen Nebenaufgaben, wie zum Beispiel dem Jagen von Verbrechern. Das CTOS-System zeigt uns Hotspots an und wir gehen sofort auf die Jagd. Aua! Die Story-Missionen haben eigentlich immer genug von allem dabei. Ein bisschen hacken, ein bisschen schießen, ein bisschen schleichen und ein bisschen Jungs auf die Mütze hauen. Zusätzlich verfügt Aiden über die Fähigkeit Fokus, mit der die Zeit verlangsamt wird. Diese können wir nutzen, um ordentliche Kopfschüsse zu platzieren oder in wilden, hektischen Verfolgungsjagden schnell mehrere Aktionen hintereinander durchzuführen. Im ersten Akt ist natürlich noch nicht klar, wer der tatsächliche Übeltäter ist, aber der Mentor bzw. ehemalige Mentor von Aiden ist ein guter Anfang. Dieser entführt dann auch noch seine Schwester und versucht Aiden in eine Art Vertrag hineinzuzwingen. Um so über die Runden zu kommen, hacken wir die Handys von herumstehenden Passanten. Den Betrag können wir dann wiederum an gehackten ATMs abheben. Außerdem findet man guten Loot in den Handschuhfächern von geklauten Autos. Hier haben wir zwar von Anfang an Zugang zu gesamt Chicago, allerdings haben wir nicht überall eine Verbindung zum CTOS. Das heißt also, wir müssen Stationen auseinandernehmen, um entsprechend dort ins Netzwerk reinzukommen und danach hacken wir uns in die CTOS Tower, um interessante Punkte auf der Karte freizuschalten. Sobald wir Zugang zum CTOS haben, können wir auch anfangen, die Leute zu scannen und ihre Bankkonten zu hacken. Natürlich gibt es auch jede Menge Arten von Collectibles, eine davon sind die Home Invasions und die sind, naja, sagen wir, mehr oder weniger erfreulich, wie man hier gerade sehen kann. Aber es macht Spaß und es ist sehr interessant zu sehen, wie man selbst auf diese gewonnene Macht reagiert. Den geklauten Kram verschachert man dann einfach im Laden an der Ecke. Dort kauft man sich auch gleich unstabile Chemikalien und elektronische Teile. Damit baut man dann Bomben, Blackouts und so weiter. Also alle Tools, die man braucht, um ordentlich Spaß zu haben. Auch eine Art Droge gibt es in der Welt von Watch Dogs, die sogenannten Digital Trips. Hier kann man durch bunte Blumenfelder hüpfen oder als Spider-Tank durch die Gegend rasen und die ganze Stadt vernichten. Also ist es für genug Abwechslung gesorgt und es fällt nicht aus dem Kontext des Spiels. Sind alle Waffen und Fahrzeuge freigeschaltet, ist immer noch genug Kohle da, um ein paar Klamotten zu shoppen, um Aidens Outfit anzupassen. Eine weitere lustige Beschäftigung sind die sogenannten Criminal Convoys oder auch die Fixerverträge. Hier verbringen wir die Zeit damit, einen Konvoi von Verbrechern in die Luft zu jagen und danach die Überlebenden zu erschießen. Ganz mein Geschmack. Ohne zu viel zu spoilern, der erste Akt endet in einer extrem coolen Mission. Mein Fazit zu Watch Dogs: Es ist schnell, abwechslungsreich, spaßig und das lange Warten auf das Game hat sich gelohnt. Wenn ich jetzt die tollkühne Behauptung aufstelle, dass man bestimmt 100 Stunden in das Game stecken kann, ist es vermutlich nicht übertrieben. PS, die Grafik ist echt gut, ihr Heulsusen. Das war's von mir, dem Transporter. Bis zum nächsten Mal. Adios!